Astrorebellinnen und Astrorebellen aus Liechtenstein, Österreich, Schweiz und aus Deutschland. Herzlich willkommen auf Zehnstern Astrologie. Mein Name ist Emmanuel von Zehnstern und das ist die allgemeine Prognose für das Jahr 2024. Ich möchte betonen, dass es sich ja um eine allgemeine Prognose handelt. Daher kann man nicht erwarten, dass alle Aussagen bei allen Menschen zutreffen. Dennoch habe ich mein Bestes getan, die wichtigsten Konstellationen herauszuholen und eine umfangreiche Prognose daraus erstellt. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, überleg es dir, ob du dies jetzt tun möchtest, sodass du in der Zukunft keine weiteren Beiträge von mir verpassen kannst. Ich veröffentliche auch viele Beiträge auf der YouTube-Community sowie auf meinem Blog. Meinen Blog findest du auf meiner Webseite. Und dort kannst du auch individuelle Prognosen, individuelle Beratungen buchen. Liebe Waage, herzlich willkommen. Vom Januar bis Mai hast du eine wichtige Konjunktion im Bereich deiner Partnerschaften. Das heißt, vom Januar bis Mai erfährst du auf jeden Fall etwas Neues in diesem Bereich. Nicht nur ist hier eine Liebespartnerschaft gemeint, sondern vielleicht auch geschäftliche Verhältnisse, die du mit anderen führst. Und hier gibt es Situationen, die nicht leicht sind, aber man muss an den Dingen herangehen, ja, mit viel Geduld und mutig sein, um jegliche Missverständnisse aufzuräumen. Nur dann kommst du zur Heilung, nur dann fühlst du dich besser im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Hinsichtlich Bildung oder auch rechtliche Angelegenheiten, da wirst du im Jahr 2024 vor allem vom Januar bis Mai große Veränderungen oder wichtige Erlebnisse erfahren. März und April sind wichtige Monate, denn du wirst Finsternisse haben, eine Mondfinsternis im März und eine Sonnenfinsternis im Widder. Und diese Finsternisse betonen das, was ich schon gesagt habe, dass du Veränderungen in Beziehungen erlebst. Diese sind unvermeidlich und sind einem Prozess der Heilung unterworfen. Bevor du heilen kannst, dann musst du dafür sorgen, dass du faire Verhältnisse führst, sei es privat, sei es geschäftlich oder beides. Auf jeden Fall, es gibt erschütternde Ereignisse oder vielleicht schlechte Situationen, die man nicht weiter so haben kann. Diese solltest du verändern. Am 20. April hast du Jupiter-Konjunktion Uranus. Diese Konjunktion könnte eine Zeit des plötzlichen Wachstums und der Veränderungen in deinen tiefen Beziehungen, gemeinsamen Ressourcen oder Transformationen signalisieren. Auch das Thema Psyche ist hier gemeint. Die Transformation befindet in deiner Psyche statt und du solltest dich darauf konzentrieren, psychologisch gesehen hier eine Verbesserung zu erfahren, denn es ist mir bewusst, dass du seit langer Zeit dich nicht so wohl fühlst und du solltest dementsprechend jetzt in diesem Jahr dafür sorgen, dass du alles dafür tust, dass es dir besser geht. Und das betrifft zuerst deine Beziehungen, gemeinsame zwischenmenschliche Situationen, die es zu regeln gibt. Solange im Bereich der Beziehungen keinen Frieden gibt, dann kommst du nicht weiter.
Ja, April ist wichtig, denn da hast du den ersten Merkur rückläufig, auch im Bereich der Partnerschaften. Also wieder nochmal dieses Thema im April. Und es können Missverständnisse, Herausforderungen entstehen, insbesondere wenn hier rechtliche Angelegenheiten vorhanden sind, die man regeln muss. Es ist wichtig, klar zu kommunizieren und Missverständnisse zu vermeiden. Zwischen dem 2. Mai und 2. September ist der Pluto rückläufig im Wassermann und er wird ab 19. November, nachdem er rückläufig war, permanent 20 Jahre lang im Wassermann stehen. Und deswegen ist dieser Transit von besonderer Bedeutung für dich. Tiefgreifende Veränderungen in Bezug auf Liebe, Kinder, Kreativität und persönliche Entfaltung könnten während dieser Zeit auftreten, wodurch du deine Einstellung zu diesen Themen überdenken könntest. Also das Thema Kreativität ist wichtig und das umfasst auch zum Beispiel deine wirtschaftliche Situation hinsichtlich deiner freiwilligen Projekte. Also es gibt hier neue Möglichkeiten, dich zu entfalten, aber es bedarf eine wahnsinnige Transformation, eine krasse Transformation hinsichtlich deiner Einstellungen, ja. Liebe Waage, Unsicherheiten, die du hast, die solltest du hinter dir lassen. Du hast ein Potenzial, aber vielleicht traust du dich nicht zu, einen Schritt zu wagen. Den solltest du auf jeden Fall machen, damit dein Leben wieder eine neue Dynamik erfährt oder bekommt, die für dich zufriedenstellend ist. Am 26. Mai hast du Jupiter in die Zwillinge eingetreten. Das ist sehr gut für dich, liebe Waage, denn ab Mai erfährst du eine Phase des Wachstums und der Erweiterung in Bezug auf Reisen, in Bezug auf höhere Bildung und spirituelle Entwicklung auch, ne? Aber auch alles, was mit Werbung zu tun hat, mit Lernen, Lehren. Also du erfährst eine Expansion hinsichtlich deiner geistigen Horizonte, könnte man sagen. Im Juni und im Juli sind Saturn und Neptun rückläufig in den Fischen. Das bedeutet, du wirst auf jeden Fall Veränderungen in deiner Arbeitsweise und Gesundheit erleben. Aber diese Veränderungen sind sehr langsam. Es geht alles Schritt für Schritt. Und du brauchst auf jeden Fall eine neue Struktur. Ja, und diese Struktur braucht Zeit, bis diese entstanden ist. Deswegen solltest du vor allem im Juni und im Juli besonders geduldig an den Dingen herangehen. Im August und auch im Dezember gibt es ein Quadrat zwischen Jupiter und Saturn. Spannungen zwischen deiner Suche nach Wissen und spiritueller Entwicklung sowie den Verpflichtungen in Beziehungen könnten auftreten. Darüber hinaus gibt es hier ernsthafte Entscheidungen, die getroffen werden sollen, im August vor allem. Also August ist ein kritischer Monat für dich. Du brauchst Klarheit, du brauchst auf jeden Fall vernünftige Entscheidungen zu treffen. Die sind wichtig. Und die wirst du auf jeden Fall im August umsetzen. Du hast leider auch im August, ja, du hast den Merkur rückläufig zur gleichen Zeit, als du diese wichtige Entscheidung triffst. Und das kann die Dinge ein bisschen durcheinander bringen, aber das ist nur vorübergehend der Fall. Du könntest Herausforderungen in der Kommunikation und Planung von sozialen Aktivitäten im August erfahren. Und es kann sein, dass hinsichtlich Freundschaften, dass du merkst, jemand ist nicht ehrlich. Es kann aber auch ein Geschwisterteil sein. Es muss ja nicht eine Bekanntschaft oder ein Freund oder Freundin sein. Es kann auch jemand aus deiner Familie sein, der nicht ehrlich ist. Und das wirst du dann im August, spätestens Anfang, September erkennen, wer das ist. Am 17. September hast du eine Mondfinsternis in den Fischen.
das Thema Gesundheit, ja, deine tägliche Routine, wie du Tag für Tag arbeitest, das wird sich verändern, ja. Deine Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Darauf solltest du dich vor allem im September und im Oktober konzentrieren. Genauso das Thema Organisierung, wie du dich organisierst, ja, jeden Tag in deinem Job. Da gibt es eine Veränderung im September, die ist wirklich krass und darauf solltest du dich vorbereiten. Im September hast du Uranus, Trigon Pluto, positive Veränderungen in Bezug auf Transformation, familiäre Angelegenheiten und häuslichen Themen werden auf jeden Fall stattfinden und vor allem während der letzten 4 Monaten des Jahres. Am 2. Oktober hast du eine Sonnenfinsternis in deinem Zeichen, liebe Waage, neue Entwicklungen in Bezug auf Persönlichkeit, Selbstausdruck und Beziehungen werden im Vordergrund im Oktober stehen. Und auch im Oktober hast du Uranus Sextil Neptun. Kreative und spirituelle Energien können harmonisch zusammenwirken, insbesondere in Bezug auf Transformation und tägliche Arbeitsabläufe. Also man sieht hier, dass du die Art und Weise, wie du jeden Tag funktionierst, ja, dein Alltag verändert sich sehr, sehr tiefgreifend am Jahresende. Warum auch immer, ja, und das Thema Gesundheit. Ja, also es ist sehr wichtig, dass du das als Priorität setzt und nicht so sehr der wirtschaftliche Erfolg, sondern eher dein Wohlergehen. Das soll euch auf jeden Fall die Priorität sein. Im November und Dezember, da hast du den dritten Merkur rückläufig im Schütze. Herausforderungen in der Kommunikation und Planung von familiären Angelegenheiten oder häuslichen Themen können am Jahresende auftreten. Also du hast hier einiges zu organisieren, was mit der Familie zu tun hat, was mit deiner Wohnung zu tun hat. Also wenn du dich umziehen möchtest, dann tu das am Ende des Jahres. Das wäre für mich besser. Wenn du eine Reise machen willst, mach das am besten dann in den Monaten, in denen ich gesagt habe, dass das positiv verläuft. Ja, liebe Waage, es hat mich gefreut, diese Prognose für dich zu erstellen und ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich wünsche dir frohes neues Jahr 2024, alles Gute, viel Glück und bis zum nächsten Video.